Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu SCP 087, dem... Moment, warum sind die Wände hier nicht... Okay, da ist gelandet. Okay, hier fängt's an. Gut, dem Original-SCP, sozusagen. Es ist ehrlich gesagt sehr schwer... Moment, ich versuche... So... Es ist ehrlich gesagt sehr schwer, das Original zu finden. Also, wenn man nach 087B oder Containment Breach sucht, ganz klar kommt man direkt zu Undertow Games, den Originalentwicklern von denen. Aber vom ursprünglichen 087, welches ich jetzt spiele, der oder auch der Staircase Simulator, davon das Original zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich habe das Spiel so oft gefunden. Ich habe so viele verschiedene Versionen von 087 gefunden. Manche als Spezialversion mit unterschiedlichen Sachen, manche einfach nur genau das wie jetzt, aber es ist schwer für mich herauszufinden, welches das Original jetzt war. Ich hoffe, ich habe jetzt das Original erwischt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Ich glaube, ich habe das auf itch.io gefunden. Da hatte ich das runtergeladen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es hochgeladen hatte, deswegen keine Ahnung, ob ich das Original habe. Aber es sieht schon sehr danach aus, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen. Und ja, es ist noch das simpelste SCP-Game und zwar... Okay, wir sind jetzt auf Etage 6. Wir gehen einfach dieses Treppenhaus runter. Und das immer und immer weiter. Bis wir irgendwann am Ende sind. Ich kann hüpfen. Ist das normal? Wahrscheinlich, vielleicht ist das irgendeine Technik, um dem SCP aus dem Weg zu gehen. Weiß ich nicht so genau. Ich habe es nie wirklich viel gespielt. Also ich meine, ich habe das schon mal bei Containment Breach in irgendeinem Video gesagt. 087 habe ich nur ein oder zweimal gespielt. Ausprobiert, wie tief ich komme. Containment Breach habe ich immer nur angespielt, aber da... schaffe ich es nicht bis zum Ende. Einerseits, weil es extrem schwer ist, meiner Meinung nach. Und andererseits, weil die Atmosphäre einfach so mega bedrückend ist. Containment Breach Unity hat ja noch kein Ende bis jetzt. Soweit wie ich das weiß. 087B hingegen habe ich sehr, 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 sehr oft gespielt. Und sogar dreimal bis zum Ende durchgespielt. Kaum zu glauben, aber das Spiel hat tatsächlich ein Ende. Ich weiß gar nicht, wie tief es geht. Das ist jetzt schon so lange her, das habe ich in der Schulzeit, habe ich das dann immer gespielt, nach der Schule abends. Ich weiß nicht. Mehr als 100 Etagen tief ging das. Ich meine, irgendwie bis 170 oder 190 oder 200 irgendwas und dann hat es aufgehört mit Zahlen, dann fingen auf einmal Buchstaben an, da kommen später irgendwelche seltsamen Zeichen. Zum Beispiel Ad-Ausrufezeichen, Nummernzeichen und so etwas. Und dann irgendwann mal kommt man zum Ende. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich möchte das dann auch noch machen. Ich möchte ja alle möglichen SCP-Spiele gerne. Okay, es wird langsam... geht's langsam los. Ich möchte gerne alle möglichen SCP-Spiele auf den Kanal bringen. Und 087B werde ich dann auch als vollständiges Let's Play versuchen und nochmal zum Ende kommen. Ich muss mal schauen, ob ich noch die ganzen Tricks im Kopf habe, wie ich da überall durchkomme, wie ich das bis zum Ende überlebe. Okay. Da hat jemand feste gehämmert. Je tiefer man kommt, desto bedrückender ist das einfach. Ganz unangenehmes Gefühl. Bis jetzt habe ich auch nichts gesehen. Welche Etage bin ich denn jetzt? 19, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, ob 087, ob das hier... Hä? War das Geländer vorher höher oder war ich niedriger? Kommt mir irgendwie komisch vor gerade. Mir das Geländer so niedrig vor auf einmal. So als ob ich gewachsen bin oder das Treppenhaus geschrumpft. Kann nur Einbildung sein.
Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das Spiel hier ein wirkliches Ende hat. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wisst, ob Original 087 tatsächlich ein Ende hat oder ob es einfach nur random generiert ist, so tief wie es einfach geht. Dass es niemals aufhört. Wäre ganz interessant zu wissen. Und ob es eine tatsächliche Möglichkeit gibt, das Spiel durchzuspielen. Ob es da wirklich eine Technik gibt, dem SCP auszuweichen, es zu umgehen, bis zum Ende zu kommen. Sind wir schon. Das ist gerade kurz. Da hatte ich kurz einen Hänger. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Vielleicht kommt gleich. Ein Schatten zum Beispiel. So ein Drecksspiel. Wie ist das? Wenn ich sterbe, schließt sich das Spiel automatisch, oder? Ich meine, das war so, dass das Spiel hat ja gar kein Hauptmenü und so etwas. Wenn man die Anwendung startet, kommt man direkt rein. Ich denke mal, da wird dann die Aufnahme einfach cutten direkt. Wenn das Spiel ausgeht. Wird bestimmt lustig. Muss man schauen, dass das nicht die Videodatei beschädigt. Aber ich habe das Videoformat meiner Aufnahmen auf FLV geändert, statt MP4. Dadurch schaffe ich es selbst, bei Spielabstürzen oder Standbildern das Video noch zu retten und weiter zu verarbeiten. Okay, jetzt macht mir der Schatten nichts mehr. Jetzt kenne ich den Schatten. Jetzt alles gut. Okay. 31. Wann es auftaucht. Das ist immer so das Schöne an random generierten Spielen. Man kann sich nie auf irgendetwas vorbereiten. Es kann einfach aus dem Nichts kommen, wenn man es am wenigsten erwartet. Mal ist man bei Etage 20 und da sieht man es schon. Manchmal erst bei Etage 50. Ganz unwohl, man. Diese 36. Diese Umgebung ist alles andere als schön. Ich fühle mich sehr, sehr unwohl. Vor allem merke ich schon, wie ich langsam ganz schön angespannt werde. Ich die ganze Zeit die Befürchtung habe, dass es auf einmal losgeht, dass es auf einmal kommt. Ich hasse es, mich zu erschrecken. Ich will mich nicht erschrecken. Wird das schwere Atmen lauter. Allgemein ist der Ton, glaube ich, mittlerweile viel lauter geworden, als er noch zu Anfang war. Teil
Etagenstelle rum. Jetzt kommt mir jede Etage wie eine eigene Welt vor. Das ist nicht gut. Kann ich nicht einfach in der Mitte runterspringen? Einfach stark runterfallen lassen? Ich hab ihn gesehen. Ich hab's überlebt. Die Frage ist doch, ob ich das wirklich will. Ich glaube nicht, dass es ab jetzt angenehmer wird. Vor allem kommt es mir echt so vor, als ob es immer und immer lauter wird. Okay, war tatsächlich so. Spiel ist einfach abgestürzt, deswegen bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, zu einem neuen SCP-Video, einem neuen Horror-Video oder sonstigem Let's Play, je nachdem, was ihr euch gerne anschauen möchtet. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung für den Link zur Discord-Gruppe und zur Shop-Seite und der Download-Seite von dem Spiel. Ich bedanke mich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.